Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es noch einmal um das bitweise Löschen und um den Shift-Operator gehen. Es geht um die Aufgabe vom letzten Mal, die ich heute lösen möchte. Dort sollte ja das entsprechende Port-Bit gelöscht werden. Ruf den Emulator mal direkt auf und wir gucken uns das nochmal an. Also was wir gemacht haben am letzten Mal, wir haben uns die Funktion Eingabe soweit vorbereitet, dass der Gesamtbetrag ausgegeben wird. Und aber wir hatten noch das Problem, ich kompiliere das mal eben, wir hatten das Problem, dass letztendlich das Portbit noch nicht zurückgesetzt wird. Also gucken wir uns das nochmal an. Ich starte das Programm, gebe zum Beispiel 1 Cent ein und drücke auf Return und ich bekomme die Meldung, der Gesamtbetrag beträgt 1 Cent. Aber dieses Portbit wird noch nicht zurückgesetzt. Das muss ich manuell machen. Werfe hier nochmal 10 Cent ein. Und der Gesamtbetrag beträgt 11 Cent. Aber dieses Portbit wird noch nicht zurückgesetzt. Und das soll nun zurückgesetzt werden. Und zwar haben wir nur die Information, in welchem Schacht denn eine Münze eingeworfen wurde. Gut, gucken wir uns das nochmal an. Also wir haben die Information beispielsweise, dass in dem letzten Schacht eine Münze eingeworfen wurde, da steht also eine 1. Und die Informationen in den anderen Schächten, die haben wir nicht, weil die einzelnen Bits möchten wir auch gar nicht löschen, weil es könnte ja sein, dass gleichzeitig oder sehr zeitnah noch eine andere Münze eingeworfen wurde. Das heißt, wir möchten nur dieses eine Bit hier auf der rechten Seite löschen. Und das machten wir dadurch, indem wir unseren Port hier verunden mit dieser Reihenfolge hier, also alles ist 1, nur hier hinten habe ich eine 0 und dann bekomme ich auch das Ergebnis, dass letztendlich diese ersten Bits erhalten bleiben, nur dieses letzte Bit in diesem Fall wird gelöscht. Als Beispiel, wenn wir beispielsweise dort die Münze eingeworfen haben, das ist eine 2-Euro-Münze, das war eine 50-Cent-Münze und diese 1-Cent-Münze und in unserem Programm haben wir nun die 1-Cent-Münze bearbeitet, dann möchten wir letztendlich, dass nur dieses eine Bit gelöscht wird. Und hier 1 und 0 ergibt auch 0 und wenn man sich die anderen Bits mal anschaut, dann sieht man 1 und 1 ergibt 1, 0 und 1 ergibt 0, 1 und 1 ergibt 1, 0 und 1 ergibt 0 und so weiter. Das heißt, diese oberen Bits bleiben erhalten. Nur dieses letzte Bit wird, wie gewünscht, gelöscht. Gut, wir haben die Information, dass letztendlich an dieser Stelle eine Münze eingeworfen wurde. Wir müssen uns aber diese Bitfolge noch selbst bauen. Und das können wir folgendermaßen machen. Wir haben hier diese Einsen und wenn hier eine 0 steht, dann bedeutet das, unsere Schachtnummer ist die Nummer 0. Und wenn dieses Bit auf 0 gesetzt ist, also in diesem Fall, dann wäre die Schachtnummer gleich 1. Also abhängig von der Schachtnummer müssen wir letztendlich in dieser Bitfolge das entsprechende Bit auf 0 setzen und können das anschließend mit unserem Port verunden. Und das machen wir folgendermaßen. Wir müssen uns zunächst einmal eine Maske bauen und zwar wir möchten diese Maske bauen, wir möchten an dieser Stelle eine 0 haben und wir können das so machen, indem wir sagen, wir nehmen alles 1, nur an dieser Stelle hier ziehen wir eine 1 ab und bekommen dann letztendlich hier eine 0. Das heißt, das ist hier hexadezimal 0xff, also alles ist gleich 1 und das ist unsere Zahl, die wir von diesem 0xff, also von den Einsen hier abziehen müssen, um dort an dieser Stelle auch eine 0 zu erhalten. Diese zweite Zeile, die wir von der ersten Zeile abziehen, die können wir nun generieren, weil wir ja unsere Schachtnummer kennen. Das heißt, wenn unsere Schachtnummer 0 ist, dann haben wir hier eine 1 und hier in diesem Fall haben wir unsere Schachtnummer 1. Das heißt, wir haben letztendlich diese Stelle hier als 1 gesetzt. Und diese Zahl, die können wir generieren, indem wir hingehen und sagen, wir nehmen eine 1, die sähe aus alles 0, nur ganz hinten ist eine 1
und schieben die letztendlich diese 1 um eine Stelle nach links. Also wenn die Schachtnummer gleich 1 ist, müssten wir um eine Stelle nach links verschieben. Wenn die Schachtnummer 0 wäre, dann würde die 1 an dieser Stelle verbleiben. Und wenn die Schachtnummer beispielsweise 5 wäre, dann würden wir diese 1 um 5 Stellen, 1, 2, 3, 4, 5, nach links verschieben. Das heißt, mit dieser Operation, indem wir eine 1 um die Anzahl der Stellenanzahl, die in der Schachtnummer angegeben ist, nach links verschieben, bekommen wir letztendlich diese Zahl, die wir von der ersten Zeile abziehen können. Das machen wir folgendermaßen im Programm. Wir können das Portbit löschen, indem wir erstmal sagen, okay, wir nehmen die 1 und schieben die um die Anzahl der Schachtnummer nach links. Das sieht dann entsprechend so aus. Dann müssen wir die erste Zeile, also alles 1, minus dieser nun generierten Zeile berechnen. Das heißt, wir nehmen ein Hexadezimal 0xff, das bedeutet ja alles 1, minus das, was wir eben generiert haben, und bekommen dann entsprechend das, was wir hier haben möchten, nur an der Stelle, die wir zurücksetzen möchten, eine 0. Und die können wir dann schon direkt mit unserem Port verknüpfen. Das heißt, wir können dann hingehen und können sagen, okay, unser neuer Portstand soll gleich der alte Portstand sein und eben genau das, was wir eben berechnet haben. Ja, und das kann man auch kürzer machen, wie wir in einem der vorherigen Videos gesehen haben. Das kann man auch schreiben als P1 und gleich und dann das, was wir hier berechnet haben. Ich gehe mal direkt in den Emulator, damit können wir das mal ausprobieren. Und zwar erstmal den Compiler und dann müssten wir diese Zeile entsprechend hier einfügen. So, das heißt, wir haben gesagt, das ist P1 und gleich und dann P1, nein, 0xff, 0xff, minus 1, minus, nein, auch nicht minus, sondern da möchten wir schieben, und zwar wir möchten um die Zahl schieben, die in der Variablen Nummer angegeben ist. So, das kompiliere ich jetzt einmal. Scheint zwar zu funktionieren. Lade das mal auf den Emulator und starte das ganze Programm. Gebe mal 1 Cent ein und der Gesamtbetrag ist 1 Cent und oben wurde auch dieses entsprechende Bit zurückgesetzt. Das Ganze mache ich mal mit 1, 2, 5, 10 Cent. Ich werfe also ein 10 Cent Stück ein. Er berechnet 11 Cent und setzt auch das Bit zurück. Das funktioniert also soweit. Okay, gehen wir nochmal zurück und schauen uns nochmal eine noch einfachere Möglichkeit an. Und man könnte dieses Programm auch programmieren, indem man einfach hingeht und sagt, ich nehme diese Zahl, die ich ja durch dieses Verschieben, durch Shiften meiner 1 erhalten habe und invertiere nun jedes Bit einzeln. Bitweises invertieren. Dann hätte ich im Prinzip genau das, was ich haben möchte. Dieses bitweise Invertieren funktioniert mit dem Rufzeichen. Ich gehe nochmal zurück in den Compiler und dann können wir das direkt mal eintragen. Das sieht nämlich dann noch einfacher aus. Also P1 und gleich und dann statt 0xff minus 1 und so viel geschiftet, könnte ich auch einfach schreiben, ich shifte meine 1 um die Anzahl, die in Nummer gegeben ist und invertiere letztendlich nur mein Ergebnis. Also genau das, was ich hier gemacht habe, da ich nehme die Zahl, das ist das, was ich durch das Shiften erhalten habe und invertiere das Ergebnis und komme dann genau auf diese Zahl. Und diese Zahl kann ich dann mit meinem P1 verunden. Kompilieren wir das Ganze mal, laden das Ganze mal auf den Compiler, auf den Emulator. Und dann werden wir gleich auch sehen, starte das Programm, ich gebe einen 1 Cent ein und das funktioniert auch und dieses Centstück wird auch zurückgesetzt. Das Ganze für das 10 Cent entsprechend genauso. Das Bit ist zurückgesetzt worden.